So, herzlich willkommen, Kakahimo Folge 34, ja. Erster Teil, also es wird wieder Doppelfolge, ist bekannt mittlerweile. Mal gucken. Ja, nee, ist klar, das ist apostrophisch. Scheiße. Gut. Yay, wir können unsere Angriffsstärke wieder vervierfachen. Wir haben jetzt 2E31. Boom, 1E32. Ist doch schon mal gar nicht mal so schlecht. Gut, dann versuchen wir gleich mal hier den Boss zu befighten. Ja gut. Das Lego mir. Boom. So. Hätten wir das auch erledigt? so, das ist, oh, große Kiste, sehr schön. Daddy, das nächste ist denn Wald of the. Ach Mann, ey. Warum nicht bei Jütenheimer, ihr Arschlöcher? Ihr seid doch alle krank, ihr Bastard, ihr durchgenuggelt. So, nächsten 25 Level kosten dann schon 2E36. Das kriegen wir definitiv nie im Leben hin. In dieser Folge. Schade eigentlich. Gut, was soll's. Aber wir können zumindest schon mal gut drauf hinarbeiten. Was sagen denn hier unsere Söldner? Abgesehen von dieser echt traurigen Angelegenheit. Das ist so. Das ist einfach das gar nichts klar natürlich. Boah. Na gut. Das ist Bullshit. Das ist Bullshit. Ja, wie gesagt, hier muss ich gucken, ob ich die nächste Aufnahme, also die letzte Aufnahme für heute, quasi noch ein bisschen nach hinten verschiebe. Das wäre dann. Gott, es wäre erst 21 Uhr. Also knapp vor 21 Uhr. Boah, Alter, so lange wollte ich eigentlich nicht mit der Aufnahme warten. Das ist ja Bullshit. Die würden halt ein bisschen was bringen, ne? Also. Aber irgendwie. Ich hab echt keinen Bock, so lange zu warten, ey. Tja, aber ganz ehrlich, ich meine, heute erreichen wir Level 300 sowieso nicht. Das heißt also, ich wäre dann echt fast dafür, dass ich die Aufnahme heute Abend ganz normal um 20 Uhr mal gucken, wie ich drauf bin. Vielleicht mache ich es auch erst um 21 Uhr. Ja doch, mache ich. Kriege ich schon irgendwie hin. Ja. Das heißt, aber wie gesagt, wir werden heute sowieso Level 300 nicht schaffen. Ich habe doch gesagt, wir würden uns Zeit lassen, dass es jetzt so zwangsweise ist, okay. Aber der ist halt hier so teuer. Arschloch. Jo. 39, da haben wir zumindest nur noch einen Faktor von 1000 und nicht mehr von 100.000. Es nähert sich also einem guten Ende. Ja? Ich glaube mal, morgen früh könnten wir ihn uns vielleicht sogar schon leisten. Und dann geht es auch wieder gut bergauf. Sobald wir den haben, ist auch Level 300 kein Problem. Das Problem ist halt erstmal an ihn ranzukommen. Das ist das Problem. Wir stagnieren gerade quasi einfach nur, weil wir an ihn nicht rankommen und er ineffizient ist. Weil ab Level 250, ja, bist du quasi auf dem absteigenden Zweig. Weil, wie gesagt, die ersten 100 Level Maximum. Danach sollte man auf den nächsten rüberwechseln. Ich persönlich mache es halt, wie gesagt, sogar immer nur so, dass ich immer maximal die ersten 20 Level oder so mache. In der Regel die ersten 10, wie wir auch bisher immer gemacht haben. Und dann schon rüberwechseln auf den nächsten. Um die anderen dann nachzuziehen. Das geht aber nicht, wenn er so teuer ist. Von daher ist das halt quasi der Grund, weswegen wir gerade so extrem stecken. Und zwar richtig tief in der Scheiße.
und in deiner Freundin. Können wir uns hier ein paar Level leisten? Hier oben ja, das würde aber auch kaum noch was bringen. Ich guck mal ganz kurz unten. Wie weit das Ganze hier aufstockbar ist. Tja, 0,01% des gesamten Schadens pro Sekunde. Ey, das wird so überhaupt keinen Unterschied machen, wenn ich dem noch ein paar hundert Level gebe. Das ist traurig, Alter. Bumm. Oh, okay, doch. 7% jetzt immerhin. Gut, bringt er vielleicht doch ein bisschen mehr, als ich dachte. Es ist zwar immer noch ein Witz, aber wenn ich den jetzt noch ein paar Mal hier Faktor 4 erhöhe, ne? So, macht er schon 24%. Also doch, das macht sich tatsächlich merkbar. Lol, cool, dann haben wir jetzt also zwei, auf die wir mal sparen können. Nani, oh my wa? Moment mal kurz. Weg mit dir. Dankeschön. So. Alles vollgeräumt. Ja. Wenn ich den jetzt hier noch 25 Level hochbringe, dann würde er fast 3E29 machen. Das ist genauso viel wie. Das sieht doch aus wie ein Plan. Das kann man noch machen. Oh, wir sind bereits beim nächsten Boss. Den werden wir wahrscheinlich. Mal gucken, ob wir den schaffen. Ja, doch, schaffen wir. Da bin ich guter Dinger. Klick. Klick dich rot. Ich bräuchte eigentlich gar nicht helfen. Ich hab jetzt auch ohne mich. Na gut, dann lassen wir den mal alleine kämpfen. Ach, warte ich doch für die Kälte unten. So. Und sollten wir es auch schon wieder. Achso, ja, wahrscheinlich der mit der Rubin-Mission gerade. Der wahrscheinlich nichts gebracht hat. Yay, nichts bekommen. Woher wusste ich das? Das ist auch ernsthaft jetzt. Komm, halt die Schnauze. Weg mit dir. Lass dich nie wieder blicken. Okay, König der Schildkröten. Ja, nee, ist klar. 42. Ah. Vielleicht machen wir wirklich noch eine Ascension. Ich weiß nicht. Nee, kein Bock. Kein Bock. Aber wir können ihn jetzt. Ein bisschen spannen müssen wir noch. Lol, aber das ist. Na, das ist halt wie gesagt, ab Level 200 macht es ja schon bemerkbar. Und ich meine, meine Aussage ist natürlich trotzdem richtig. Es lohnt sich eigentlich nicht. Es lohnt sich jetzt halt, wie gesagt, nur weil er halt nicht erreichbar ist. Deswegen kommen wir halt jetzt in einen Bereich, wo er so ineffizient wird, dass er wieder effizienter wird als er. Das ist halt das Traurige an der Sache. Heißt also genau genommen nicht, er wird immer effizienter, sondern er wird halt immer ineffizienter. Damit kommt er an ihn ran. Das ist schon hart bedrückend. Das ist schon echt traurig. Also ist hart traurig. So, was ich aber eigentlich machen wollte, ist hier mal ein bisschen alle wieder um ein paar hundert Level hochziehen. Wobei, nee, spar lieber. Jetzt hier alle hochzuziehen. Das ist kompletter Schwachsinn. Ich spare erstmal hier auf ein gutes Level. Ne? Das ist ein guter Sangria. Was auch immer der damit zu tun hat. Ich habe keine Ahnung. Bob Marley. Na komm, jetzt hier mal. Klicker hier ist schon wieder. Leck mich. So. Ja, beenden. Ah ne. Geh doch kacken, du Arsch. So. Gut, ja, nehmen wir alles nichts. Dann klicke ich erstmal hier ein bisschen mit.
Die 100 Level hier oben waren gerade völlig unnötig. Hätte ich die nicht gemacht, hätte ich die jetzt garantiert schon hochgebracht. Hätten hochgehen können. Das ist Bullshit. That is no fun. I hate you. You fucking idiot. So. Na, geht ja auch immerhin. War ich schon die ganze Zeit fertig? Und ich hab's nur nicht mitbekommen? Oder was jetzt hier? Ich will sterben. Naja, acht Stunden. Halt also eine schicke Mission, die wir dann morgen früh abholen können. Außer er stirbt bis dahin. Kann ja mal sein. Kannst du jetzt mal bitte hier hin machen? Weil leider sieht man hier nie, welches Ding davon betroffen wäre. Aber ich glaube, ich habe zuletzt eine von den Dingern hier aktiviert. Ne, kann ich hinhauen. Von der Zeit hört das nicht hin. Du bist also doch die bei dir gewesen sein. Ein Fisch? Ich muss Geld sparen. Mach den an. Ach, ja. Ich bin gerade dabei, hier auf meinem Tablet Sword Art Online zum Laufen zu bekommen. Aber irgendwie kriege ich das Spiel nicht gestartet. Der kommt immer am Anfang mit Network. Also hat Netzwerkprobleme. Keine Ahnung, ob der Server irgendwie down ist oder unser Internet hier zu scheiße ist. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, habe ich die Seite noch offen? Nee, habe ich nicht. Ach übrigens, ich weiß jetzt, woher diese blauen Taler kommen. Weil, wir haben zwar nicht den entsprechenden Agent, aber mir ist vorhin überlegenerweise eingefallen, wir haben noch diese ganzen Dinger hier. Und einer davon ist nämlich das mit diesen 10% Gold, genau das hier. Level bis Antike des Zufalls. Plus 0,64% Chance auf 10-mal Gold. Und genau das dürfte das sein, was uns diese blauen Talerchen hier beschert. Ja. Das hatte ich vergessen gehabt. Dass das ja hier auch noch existiert. Und das wirkt natürlich auch auf Agents, die wir gar nicht haben. Dementsprechend bekommen wir die Boni. Das ist ganz nice. Ganz geil. Ganz interessant. So, noch ein Level. Das ist ja beim nächsten Boss. Mal gucken, ob wir jetzt Level 250 schon knacken. Ich bin da eher ein bisschen optimistisch, also, nee, nicht optimistisch, sondern eher so, was ist das Gegenteil von optimistisch? Pessimistisch? Bin ich ein Perser? Ich habe keine Ahnung. Na komm, noch 35. Kann ja nicht so lange dauern. Goddammit. Aber besser, dass wir hier aufsparen müssten, denn das ist hier. Aber lohnt sich auch gar nicht. Wenn wir dem jetzt hier noch diese Level geben bis 350, dann ist er stärker als er, und zwar bei weitem stärker. Bei weitem stärker. Das heißt, wir müssen uns jetzt so lange, bis wir uns den hier kaufen können, echt mal gucken, wen wir hier tatsächlich hochleveln. Wie sieht es eigentlich bei der Dame? Die ist zu teuer. Ich meine, wenn wir jetzt 100 Level kaufen, dann wird ihr Schaden für 16... Quatsch! Für 256 facht. Weil es ist ja, wenn wir 100 Level dazugeben, dann kommt ja 4 mal 4 dazu. Heißt also 4 mal 4 mal 4 mal 4. Und 4 mal 4 sind 16, mal 4 sind dann 64, mal 4 sind 256. Für alle ITler, die können sowas mittlerweile im Schlaf, weil das ist ganz normale Binärpräfixrechnung. Das heißt also, wir haben, rechnen wir mal mit 200, das wären also 2E30. Ne, 6E30. Das ist dann 6E30 ist, Moment mal, das ist mehr als wir.
Lol, damit wäre die dann auch stärker als er. Wenn ich jetzt nicht gerade komplett. Doch, tatsächlich. Nice. Okay, das heißt, wir spendieren zuerst ihm ein paar Levels, weil das preiswerter ist. Und dann gucken wir mal, wenn irgendwann für sie 100 Level günstiger werden. Moment mal. Es würde sich jetzt schon lohnen. Aber er lohnt sich halt doch mehr. Weil sie ist kaum preiswerter als er. Er hat aber dann definitiv mehr davon, wenn ich ihm jetzt hier 25 Level gebe. Aber danach kann ich durchaus sie hochleveln. Ja, das wird definitiv nichts. Und das alles nur, weil Furchtloser Ritter zu teuer ist. Aber gar nicht mal so schlecht. Siehst du, können wir doch ein bisschen so taktisch rangehen und gucken, was hier wie effizient ist. Mann, ja, komm hier raus damit dir. Arschloch. Ich hasse dich, deine gesamte Brut. Du Opfer. Deine Mutter ist nicht stolz auf dich. Geh sterben. Arschloch. Nice. Gefällt mir. Komm, jetzt mach rein. So, 14 Sekunden. Oder wir warten noch hierauf. Ich weiß gar nicht, wie stark ist denn der? Oha, die beide werden so absolut überhaupt nichts bringen. Ne. Da muss ich also noch 4 Minuten extra warten. Das ist Bullshit. Ich das nicht doch jetzt schon. Okay, komm, ich speichere noch ein bisschen. Hat meine hier. Kann ich einfach mal eine Schatzkiste kommen? Warum dauert Sparen so lange? Ich will eine Schatzkiste. Ich will eine Schatzkiste. Jetzt kommt nur noch so Kackhaufen die ganze Zeit. Ist doch nicht mehr normal. Ich klaue noch einen Kackhaufen. Sag mal, bist du Kacke oder was? Oh mein. Das ist traurig. Das ist echt halt traurig. Schon wieder so ein Kackhaufen? Pudding, Alter. Kannst du den mal selber essen hier? Sauerpudding. Ah, ja. Wenn ich dich sehe, werde ich auch sauer. Dafür ändere ich gerade meinen Aggregatzustand. Du Arsch auf einmal. Wir müssen noch mehr als 2 E35 sparen. Das wird sowas von überhaupt nichts. Das wird so ewig lange dauern. Ach Mann, ey. So lang sollte die Folge doch gar nicht werden. Hat aber nicht viel gebracht. Okay, wisst ihr was? Ich mache jetzt an der Stelle erstmal einen Break. Bringt ja nichts. Wir bleiben auch auf dem Level erstmal 240. Aber ich werde jetzt zwischen den Folgen immer mal ab und zu mal vorbeischauen. Ich gucke ja sowieso vorbei wie den Fischen. Ich meine, bringt zwar derzeit nichts, aber
ist halt so im Blut, dass ich ab und an mal vorbeigucke. Und wenn ich mal ab und an mal vorbeigucke, gucke ich mal, ob ich hier auch mir eins von den Dinger hier leisten kann. Und wenn ja, so wie jetzt zum Beispiel das Ding hier, dann gönne ich mir einfach mal die Dinger und skill dann mit die immer weiter hoch. Und dann sehen wir uns zu 21 Uhr dann wieder. Ansonsten werde ich aber nichts machen, heißt also, ich werde in den Levels nicht weitergehen und ich werde mich auch halt auch wirklich auf die drei hier konzentrieren. Und werde halt immer in 25er Schritten, immer wenn es möglich ist, die entsprechend halt hochleveln. Das heißt, ich kann eigentlich gleich hier. Wie war denn das jetzt nochmal? War das T? Ah, genau. So. Da kann ich nämlich gleich hier drauf bleiben. Und dann sehe ich immer, wenn ich hier hinwechsle, sehe ich dann, sobald eine Zahl mal gelb ist und sobald mal eine von den Zahlen gelb ist, kann ich da drauf klicken. Ja. Ansonsten sehen wir uns dann, wie gesagt, zur nächsten. Ja. Also, wir sehen uns ja gleich wieder. Ist ja hier Doppelfolge, ne? Von daher, bis gleich. Tschüss. So, ein wunderschön, würde ich mal sagen. Ja. Beziehungsweise eher willkommen zurück, ne? Gut, was hat sich geändert? Naja, wir haben ein bisschen was gespart. Wir sind immer noch weit entfernt davon. Ganz schön weit entfernt davon. Aber es ist bloß noch ein Faktor von 100. Also, ja, nee. Eher immer noch von 1000, ne? Ich will sterben. Gut, wir gucken mal, Söldner. Das, klar. 36 ist alles eher ein Witz. Gut, wir gucken erstmal hier ein bisschen weiter. Lol. Okay, den ersten Bus schaffen wir schon mal komplett ohne Hilfe. Ja, schön. Was durchaus daran liegt, dass ich, wie gesagt, zwischen die meinen Aufnahmen jetzt hier ein bisschen hochgelevelt habe. Wie man sieht. Ja, allzu viele Level sind es nicht geworden. Einfach aufgrund der eher begrenzten Zeit zwischen den beiden Aufnahmen. So. Was können wir uns leisten? Noch nichts. Was sollten wir uns als nächstes leisten? Das hier auf jeden Fall. Ist auch am teuersten, wie ich gerade merke. Na gut, wir sparen mal erstmal hier rauf. Heißt also, wir brauchen ja, quasi genau das Doppelte. Lol. Ach Gott. Gut, dann gucken wir erstmal, dass wir hier möglichst hoch kommen mit den Leveln. Boah, die kritischen Treffer, die schlagen mittlerweile richtig rein. Alter Schwede, das gefällt mir. Was haben wir denn für einen Faktor? Der extreme Aufschwung her. Digga. Was ist da los? Ah. Also hier steht jetzt nur sowas von kritischen Schaden erhöhen. Na gut, alles okay. Ach, wir sehen doch schon am nächsten Boss. Warum sagt das denn keiner? Boom, Alter. Das war knapp. Das war echt knapp. Vor allen Dingen auch wieder ohne Hilfsmittel geschafft. Nice, da kommen wir doch ein bisschen weiter jetzt. Ich meine, gut, noch keine falsche Scheu. Wir haben immer noch 40 Level vor uns, also wie wir es heute eher nicht schaffen. Aber wir sind echt auf einem guten Wege, dass wir morgen denn die Transcension machen können.
Mal schauen, vielleicht sogar schon morgen früh. Das bezweifle ich ehrlich gesagt noch ein bisschen, aber auf jeden Fall morgen im Laufe des Tages. Ne? So, Question ist, was machen wir hier mit ein? Also das können wir mal einsammeln. Ja, nichts bekommen, ich weiß. Bringt ja nichts. Bringt ja nichts. So, auf jeden Fall haben wir hier schon mal was auf der hohen Kante, was hoffentlich noch ein bisschen mehr wird, wenn wir hier in den Leveln aufsteigen. Ich hoffe es. Gut. Ach, mach ich hin. Dauert immer so lange, ey. Boah, Alter. Ey, dieser kritische Schaden, der zerfickt mittlerweile sowas von extrem. Und ich habe keine Ahnung, warum der so hoch ist. Mit welcher Fähigkeit haben wir den so abartig erhöht? Das ist bloß Klickschaden. Ja, aber hier muss da irgendwo mal eine Fähigkeit gewesen sein, die den kritischen Schaden erhöht. Oder steckt ihr einfach so ab und zu mal an? Ich hab, um ganz ehrlich zu sein, nie drauf geachtet. Ja. Weil ich persönlich halt bisher immer so ganz gut über die Runden kam, wie jetzt bei dem Let's Play, da ist halt alles ein bisschen anders. Erhöht den kritischen Klickschamverstärker um 3. Na gut, das erklärt aber noch nicht, warum das so extrem hoch ist. Okay, um 3%. Mal also von Gold, dann Klickschaden wieder. Tja, gute Frage. Da bin ich ein bisschen überfragt, aber auf jeden Fall ist eins klar, es haut gut rein. Ne? Kannst du nichts gegen sagen. So, noch zwei Typen, drei Typen. Jetzt noch zwei Typen. Bumm. Na komm, mach mal hier nicht schlapp. Wow, dieses Flackern immer zwischenzeitlich, ey. Ich hasse Flash-Apps. Oder Flash-Games. Oder whatever. So, da waren es nur noch 40 Level. Sehr schön, Glückwunsch, ja klar. Und wir. Ach man, Yuki. Yuki! Wisst ihr hier alle 4 Stück nacheinander, ja? Aber er? Nein, warum auch? Oder sie? Ich meine, von Optik her sieht die eher aus wie eine Dame. Aber Jutnam ist auch wieder ein Jungsname. Wohl, Hai Mer. Ne? Klingt eher nach männlich. Sparta! Halleluja. Ja, gut. So, mal gucken, wie viel sind die mittlerweile wert? Immer noch ein Witz. Wie viel brauchen wir? 2,6, ne? Oder wollte ich erst ihn machen? Ich wollte erst den hier machen, ne? Ja, genau. Fisch? Naja, weiß nicht allzu viel. Ich weiß nicht, vielleicht sollten wir doch erst den machen.
Weil auf den müssen wir noch ein ganzes Stück warten. Wenn wir erst ihn machen, dann können wir fürs weitere schneller sparen. So wie Hans sparen. Das wird witzig und so. Okay, komm, wir machen erst den hier. Bam. Easy. So. Jetzt braucht er wieder fast zwei Drittel. So lange, bis wir dann ihn updaten, dann macht er wieder mehr. Digga, hier Kopf und Kopf, Kopf drin die ganze Zeit. Na gut. Gleich kommt erstmal der Lab. Gleich kommt erstmal der nächste Boss. Die machen wir dann hier mit kritischen Klickschadenverstärker. Das wird komplett reinhauen. Ich meine, bei einem Faktor von 5, nee, von 50. Und das bei jedem zweiten Schlag. Der überlebt kein Boss. Das wird ein Massaker. Aber gut. Leute, die sich uns in den Weg stellen, die kriegen halt ein bisschen was auf den Sack. Nee, hier oben level ich erstmal nichts hoch. Das bringt erstmal alles eher wenig. Vor allem kostet es halt auch extrem viel. Und ja. Wir sollten uns eher lieber erstmal aufs Sparen konzentrieren. Macht wahrscheinlich mehr Sinn. So. Ah, noch 8. Ne, noch 6. Oder? Keine Ahnung. Jetzt noch 5. Hier. 3. 1. Ja, doch verzählt, sag ich schon. Ich muss immer eins dazu rechnen. Jetzt 1. Und bumm. Tja, tschüssi, lieber, was auch immer du bist. Glaub mal, du bist gefickt. Hä? So, erstmal zurücksetzen. Bumm. Damit du für den nächsten Gegner gleich bereit ist. Bumm. Ein bisschen hin machen hier. Gott, wie lange ist das aktiv, ey? Ist ja. Sind wir schon wieder bei 69? Gleich wieder der nächste Boss. Dort gibt's doch gar nicht. So, und den nächsten Boss, den erledigen wir dann mit der Kombi von 100% kritischen Klickschaden. Siehst du, wie ist das eigentlich? Wir haben ja jetzt schon alleine so, haben wir so ungefähr, ich sag jetzt mal 20% Klickschaden. Also kritischen Klickschaden. Hier würden wir 50% dazu bekommen. Das heißt, wenn wir das verdoppeln, würden wir 100% dazu bekommen. Dann haben wir mehr als 100% kritischen Klickschaden. Das heißt, von 10 Klicken haben 13 kritischen Treffer. Digga. Das heißt, das Spiel müsste uns eigentlich sogar noch Bonus-Schaden geben. Wäre nice, ich glaube aber nicht, dass das ist. Ich schätze mal, das bleibt halt einfach auf maximal 100%. Also, dass da noch extra Schaden berechnet wird, glaube ich kaum. Dafür mag uns das Spiel zu wenig. Können wir gleich aktivieren, sobald denn der Boss dran ist. Weil es dürfte wieder eine ganze Reihe von Insta-Kills kommen gleich. Warum ist alles so teuer hier? Naja. Gut, lassen wir erstmal hier. Mittlerweile schon mehr geworden. 14. Also quasi, ja, doch. 8 plus 6 kann man schon so ungefähr, also 1,4 E 17. Das könnte hierfür reichen. Easy. Accepted. Na komm. Dankeschön. Bumm. Sagen wir nochmal ordentlich Klickschaden.
jetzt ist der hier mittlerweile sogar schon fast der Schwächste. Solange bis der seine Boni bekommt, dann ist hier aber Feierabend. Festbeginn, 5 Minuten, wow. Das sieht doch schon besser aus. Oh, der Boss ist da. Get alone, du bist Gold. Und ja. Oh. Ja. Das ist doch eine angenehme Frequenz. Level 270, und da waren es nur noch 30 Level. Ich glaube, wir schaffen es wirklich, wirklich morgen früh. Wäre schon echt geil. Das wäre tatsächlich echt geil. Wobei, vielleicht lasse ich mir auch morgen trotzdem den ganzen Tag Zeit. Wie gesagt, umso weiter wir hinter Level 300 kommen, umso mehr Heldenseelen bekommen wir ja. Und das tut dann unter Transcension gut. Oh, 68. Ah, das ist aber schön. Oh ja. Danke, freut mir. Jetchen. Ich glaube, das war's dann für heute. Mehr bringt jetzt hier erstmal nichts. Und daher würde ich mal fast sagen, ja, Dorf bleibt Eis, so wie es ist. Noch ein Fisch. Oder? Mal gucken, lohnt sich hier noch irgendwas? Nee, ne? Der lohnt sich auf jeden Fall nicht, da waren wir noch viel zu wenig. Ah komm, okay, wir spielen wir noch mal ein bisschen weiter. Die Dinger hier sind auch gleich wieder fertig. Dann spiele ich noch so lange weiter, bis wir dem hier eine neue Mission geben können. Vielleicht schaffen wir dann sogar noch den Boss bei 275. Glaube ich zwar kaum, das wäre echt ein bisschen heftig, weil wir den jetzt auch noch schaffen würden. Aber wir haben gerade 5 Bosse geschafft. Wir haben gerade 5 Bosse erledigt. Die ersten beiden komplett ohne Skills und dann drei mit Skills. Digga, was geht hier ab? Ah ja. Ich habe ja schon Leute schreien gehört. Ronny, deine Art mit dem Ding und der Kombo ist ja voll scheiße. Es gibt viel bessere Wege. Aha, kann ja sein, aber eins kann man nicht leugnen, wir haben den Bossen gerade hier mäßig in den Arsch getreten. Okay, gefällt mir. Ob wir den sechsten Boss dann jetzt noch schaffen, ist natürlich die Frage. Ich meine, geil wäre es auf jeden Fall. Vor allem hätten wir 6 Bosse geschafft in einer einzigen Aufnahme. Ne? Aber die Balken geht langsam wieder relativ langsam runter. Kann also durchaus sein, dass wir den sechsten Boss nicht schaffen. Also jetzt bei 275. Bin ich ja mal gespannt. So, das ist natürlich ein absoluter Witz. 2E35, das kitzelt nicht mal. Das würde die Stelle hier um 2 erhöhen. Das ist nichts. Das ist absolut gar nichts. Jeder einzelne Boss, den wir hier erledigen, gibt mehr Gold. Okay, doch nicht. Aber trotzdem gibt er halt nicht viel mehr. Gut, ich meine, okay, ist auch nur eine 5-Minuten-Mission, muss man dazu sagen. 5 Minuten ist halt ein Witz. Aber was Besseres gab es leider nicht. Noch ein Fisch. Nein, Alter, ey, wir sind hier gerade echt vom Glück verfolgt. Kann das sein? Gefällt mir. Kann man so machen. Gut, gleich kommt wieder der Boss dran. Noch 3 Gegner. Dann ist er weg. Oder dann ist er dran. Weg ist er erst, wenn wir ihn besiegt haben. Halleluja, Alter. So, noch 2. Oh, noch ein Gegner. Oh mein Gott.
So, jetzt muss ich aber wahrscheinlich wieder mitklicken. Ah, wie gesagt, der Boss, der wird definitiv schwerer. Ich muss quasi an das Herz der Karten glauben. Oh, das wird nichts. Schade. Na gut, okay, dann haben wir den Boss also nicht geschafft. Gut. So, ja, wie gesagt, das ist ein absoluter Witz gewesen. Wow. Vor allem alles so kurze Quests hier. Gut, okay. Dann soll es das jetzt erstmal gewesen sein. Ja. War aufregend, definitiv. Dann sehen wir uns dann morgen früh wieder. Geile Mato. Ja, okay. Tschüsschen. Haben wir noch 25 Level vor uns. Also 6 Bosse. 75, 80, 85, 90, 95, 100. Also 300 in dem Moment. Geil. Ja gut, okay, wenn wir noch 6 Bosse vor uns haben, dann werden wir das morgen früh auf jeden Fall nicht schaffen. Das heißt also, ich lasse mir doch den gesamten Tag Zeit. Ja, macht Sinn. Macht Sinn. Dann machen wir morgen früh und morgen Mittag. Ich weiß nicht, ob ich morgen Doppelfolgen mache. Das entscheide ich immer spontan. Auf jeden Fall angenommen, wir machen nur 3 Folgen, also 3 komplette Folgen. Dann heißt es morgen früh 3 Bosse, morgen Mittag 3 Bosse und dann morgen Abend Transcension. Das ist doch ein Plan. Und wenn wir bei einem der beiden Aufnahmen keine 3 Bosse schaffen, sondern nur 2, haben wir die dritte Folge dann noch als Puffer vor der Transcension, können wir auch noch ein paar Bosse zu erleben. Geil. Okay, gut. In dem Sinne würde ich mal sagen, das ist ein Plan. So machen wir das. Schau mit V und drin gehauen. Tschüss.